Hallöchen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde 7 Days to Die mit den Microwavern. Bei mir sind der Zinni. Ein Zinni, hast dich einen schönen guten Tag. Und der Baldur. Hallo. Und ich bin der Daikasei. Und wir gehen jetzt mal looten. Oder zumindest was suchen, wo wir looten können. Loot. Ich hole mal für uns noch was zu essen mit, würde ich mal sagen. Und ja, was zu trinken. Folgen Sie mir auf meiner Position, meine Damen und Herren. Schnallen Sie sich an, erstellen Sie das Rauchen ein. Jetzt wird gelootet. Ich hole Essen und Trinken für uns mit, ne? Jo. Jetzt mache ich mich noch einmal voll. Ja, das kann ich looten. So ungefähr. Nee, oh, da vorne sind zwei Müllsäcke. Baldur, das ist nur einer. Nee, das sind zwei. So. Weil, Ich mache das Kamel und der Überlebende, dass ich gar nicht so viel zu essen und zu trinken brauche. Genau, das habe ich nämlich schon auf Level 3. Deswegen, ja, das wird bei mir im Moment nichts. Ich muss ja warten. Ich brauche noch 10 Punkte. Ne. Hm. Ja, gut, ich bin auch schon Level 27. Ich mache auch mal Reparaturmeister. Wenn ihr die ganze Zeit hier Waffen und Handwerksskill, dann mache ich Reparaturmeister, dann kann ich mich selbst später reparieren und. Du kannst dich selbst reparieren, finde ich super. Nee, die Werkzeuge. Okay, wir machen's anders. Ich baue jetzt wieder 25 Punkte. Nein. Dafür kann ich jetzt eine Workbench bauen. Sehr gut. Kommt ihr? Ja, gut. Unterwegs. Upa. Ja, mein Crossbow ist schwer beschädigt. Ja, ist auch egal, das reicht jetzt noch. Ja, ich kann schnell einen Bogen machen. Und ich habe noch ein paar Pfeile für den Bogen. So, einfach westliche Richtung. Da ist da eine Straße. Norden oder Süden? Also Richtung Norden geht es halt über einen See. Ja, Richtung Süden den Berg hoch. Süden. Alles klar. Erstmal Straße. Dann gucken wir weiter. Spiegelt auch ein bisschen so Deutschland wieder. Norden, See, Süden, Berge. Ich die See, brauche ich kein Meer mehr. Da ist noch ein Birdnest. Yeah. Pitch. Ich war schneller. La, 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 la. So, links oder rechts. Na, raus. Süden. Entschuldigung, jetzt habe ich Unsinn geredet. Im Norden geht's über einen. Doch, nee, ist okay. Ja. Im Süden, Süden. Wir gehen nach Süden. Ist okay. Ihr habt mich gerade ein bisschen durcheinander gemacht, ja. Ja, ist schön, wenn man sich selbst verwirren kann, ne? Oh, ich habe auch Reifen gefunden. Ja, ich habe auch schon zwei oder drei gefunden. Die Level. Findest du halt in den unterschiedlichsten Qualitäten, glaube ich. Ja, 10 habe ich die gefunden. Oh, super. Ja, mit ein bisschen Glück findest du die im Blau. Ja. Oh. Die junge Frau fiel schnell. Ja. Hat aber nichts dabei gehabt. Die habe ich nochmal in den Kopf geschossen und dafür jetzt Level 28 bekommen. Kann mich noch erinnern, als ich so schnell war mit dem Leveln. Mittlerweile sind es natürlich die meisten Zombie-Kills hinlegen und das bin leider nie ich. Ja, mittlerweile habe ich da 121. Oh, Steigung. Hart gefolgt von Zini mit 116. Komm schon. Ein wenig weit abgeschlagen, der Daikasei mit 67. Cola. Ja, ihr klaut mir immer die Kills, verdammt. Ja, genau. Oh ja. Siehst du? Das hier vorne sieht mir nicht mehr nach Burn, sondern schon fast nach Destroy. Ich glaube, ich war's. Ich hab mir schon Fertigkeitspunkt gekriegt. Ja, genau, hast du auch, ja. War halt gleichzeitig geschossen und direkt so zum Matsch zerfallen. Wait. Müll. Ich sehe Müll. Im Müll war Blei. Ich finde das immer noch lustig, dass die Blei-Trophäen hier haben. Was denn? Central City, direkt vor uns. Oder irgendeine andere etwas größere, weil für Central sieht es ein bisschen klein aus. Guck mal, wie groß ist. Du sagst immer, die sieht ein bisschen klein aus. Und wenn du auf die Karte guckst, dann ist es die Central City. Ach so, weil sie auf 0-0 und so ist. Mhm. Ja, aber klar, das ist das Zentrum der Karte, deswegen heißt das Ding Central City.
Ja, aber. Gehen wir uns ein bisschen Ärger suchen? Ja, von mir aus. So ohne Rüstung und so weiter, immer. Jetzt haben wir Glück und finden am Rand schon was Geiles. Na, ich hoff's. Wär also cool. Wir können natürlich jetzt auch noch ein bisschen die Straße entlang laufen. Ist mir Schnuppe. Vorsicht, da geht's steil runter. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Ihr seid beide hinter mir. Naja. Du bist die Straße lang gelaufen, oder? Ja. Deswegen. Komm, wir holen uns erstmal das Haus hier an der Seite. Das ist, gehört ja nicht. Working Stiff Tools. Ich hab's auch gerade gesehen. Wenn ich mich nicht. Ja, es ist eins. Es ist ein Stiff Tools, okay. Gehen wir das Risiko ein? Ja, komm. Du lootest. Okay, ihr haltet, pass auf, genau. Ihr haltet mir die Zombies vom Leib, ich versuche das Ding leer zu räumen. Ja. Wir sind die Zombie-Keller auf Doom, wir kriegen das hin. Definitiv. Ich habe Patronenspitzen gefunden. Sehr schön. Da ist ein bisschen was los. Ja, es ist eine Stadt, was erwartest du? Da, ich zähle 5, 6, 7, da hinten ist ein Burned Victim. Und zwar Richtung Osten auf der Straße. Aber gerade rum, macht nichts. Hund steht immer noch. So, ich gehe rein. Oh. Gut, mach das. Okay, das war eine dumme Idee. Baldo, sag an, wenn du nicht mehr klarkommst, ne? Ja. Es war nur eine dumme Idee, hinzugehen und, mit dem Klapp drauf zu hauen. Vorsicht, hinter dir, Hund! Und! Scheiße, ich versuche... Oh, gut, Hasten. Oh Gott, der hat mich gut erwischt. Bessere Axt. Brauchst du Anti-Blooting? Ich hab die... Hinter dir, Baldur. Was? Wo? Oh, Spider, okay, danke. Boah, ich treffe noch nicht mal welche, die direkt vor mir stehen, ey. Ah, ein Nagelpistolenrahmen, auch nicht schlecht. Ich habe jetzt natürlich drauf gehofft, dass ich eventuell in einer Kiste eine Wrench finde, dann hätte ich hier nämlich direkt die Einkaufswagen und Registrierkassen aufeinandernehmen können. Ja. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Baldur, kommst du klar alleine oder sollen wir verschwinden? Nee, ich komm noch klar. Ich lenk die ab, passt schon. Verdammt, ey. Ich hab geblutet und hab kein Verband gehabt. Deswegen habe ich ja gesagt, sag was, wenn du blutest. Ich hab welche dabei. Nehmt am besten immer so ein Stack Erste-Hilfe-Kits mit. Ein Amboss, den können wir einschmelzen. Wenn wir welche hätten, gerne. Haben wir. Jede Menge. Mindestens mal 15. Ja? Ja, ich hab 5 dabei. Wir haben auch mindestens noch 10 oder 15 Stück, meine ich, haben wir. Was? Erste-Hilfe-Packs? Ja. Also im Dings hatten wir keine. Echt? Ja. Nee. Deswegen habe ich auch keine mitgenommen. So. Ist doch schön, dass du noch welche dabei hast. Ja, die sind wahrscheinlich von dem Airdrop, die er rausgeholt hat, und hat sie dann behalten. Da habe ich aber mindestens noch ein übrig gebliebenes in eine Kiste gepackt. Ich habe nämlich 6 oder 7 gehabt. So, alles möglich. Jetzt nichts, leider nichts Besonderes. Naja, gut, okay, Kettensägen, Kette und ein Motor. Allerdings ist der Motor nicht so prickelnd. Ja, erstmal egal. Jetzt dauert's noch ein bisschen. Ich will nämlich hier den Safe knacken. Mach das. Iron Helmet Schematics, willst du die haben oder soll ich die lernen? Weiß gar nicht. Hab ich die nicht schon? Ne, die habe ich noch nicht. Wäre cool, wenn du die mir lässt. Gut. Dann bringe ich sie da rein. Ich habe hier draußen ein bisschen aufgeräumt. Okay, do. Ich bin hinten. Wow. Alter, was halten die denn aus? Das ist ja abartig. Ah, die musst du schon sauber treffen. Ja, ich habe die einmal in den Kopf getroffen, dass sie fällt direkt. Einmal im Stunt in den Kopf getroffen und dann ist sie noch aufgestanden nochmal.
Sag mal, wo bist du da reingekommen? Durch ein Fenster. Okay, dann habe ich das gerade übersehen. Nein. Da, okay. Geh weg. Das ist eigentlich krass, wie nah das eigentlich an unserem Zuhause ist. Oh nein! Oh gut, okay. Wir sind jetzt quasi einmal im Kreis gelaufen. Mhm. Ja. Und man kann einfach mal geradeaus durch die Area. Ja. Ich habe gerade gemeint, ich hätte Sachen gekauft im Cooler. Ja. In dem ja. Dings nebendran. Da habe ich einfach nur angefangen reinzutippen. Ich loote mal gerade hier die ganzen Kleinkram-Sachen. Ja, mach das. Aber soweit bin ich hier durch. War jetzt, wie gesagt, leider nicht so viel Dolles dabei. Mhm. Ja, ist dann schlimm. Vielleicht steht mehr Müll oder sowas noch. So. Scrap. Scrap. Ah, oh, ich hab eine Wrench gefunden im Auto. Sehr echt? Geil. Gib die mir bitte. Gib. Kann zwar nix, aber die ist ja egal für die Workbench. Das ist völlig egal. Wurscht. Okay, ich traue mich jetzt mal ein bisschen weiter rein. Ich würde vorschlagen, wir bleiben am Rand. Dann kommen wir schneller weg, wenn sollte irgendwas sein. Weil da ist kein Zombie mehr auf der Straße. Ja, die kamen gerade alle. Das wäre aber ziemlich wenig gewesen. Electronic. Verdammte Scheiße. Ja, aus den Autos kriegst du fast nur Electronic raus. Kein Auto. Registerkasse. Doof. Shopping Card. Versuch mal an den... auf dem Working Stiff Tools müsste doch eine Klimaanlage sein. Ja, so, eins. Ist gut. Und eine Tankstelle ist halt super. Ja. Und Einkaufswagen kannst du noch probieren. Einkaufswagen habe ich bis jetzt 2 rausgekriegt. Ja, da kriegst du immer 2 raus. Ich habe eine Steel Pickaxe gerade gefunden. Zwar nur eine 6er, aber eine Steel Pickaxe. Okay, wirklich ergiebig ist das nicht. Und die Wrench ist auch gleich schon wieder kaputt, aber das ist egal. Ja, dafür habe ich jetzt gerade noch eine Wrench gefunden für dich. Perfekt. Ja, so, ich würde sagen, wir suchen schnell. Ist es hier? Nee, wir suchen noch eine Tankstelle. Egal, also spätestens 14 Uhr müssen wir gucken, dass wir wieder zurückkommen. Oh nee, so lang brauchen wir dann nicht. Nee. Ach stimmt, du bist ja auch relativ schnell da gewesen. Ja. Da ist ein Hund. Nee, da kriegst du auch hauptsächlich Electronics raus. Aus der, wie heißt's? Aus dem Lüfter. Okay. Ey, der Hund hat mich schon wieder. Ich blute schon wieder. Es gibt. Wo bist du, Zini? Zini, wo bist du? Hier. Zini. Hier ist. Schnell. Hallo. Da. Wo bist du denn? Liegt da. Nimm's auf. Da. Noch 10 gehabt. Dai. Hier die Wrench. Danke. Dankeschön. Behalt die andere mal. Ja, die Hunde sind echt mies. Ja. Weil die halt eigentlich außer brennen, glaube ich, alles mögliche an Statuseffekten auslösen können. Leute, wir haben hier eine Shotgun Messiah. Hier ist eine Tankstelle da hinten, oder? Ja. Milo. Ich glaube, ja. Dann warte, zur Tanke. Komm, die Mechanical Parts sind wichtiger. Moment. Nee, die hat keine Zaps rein. Kurz. Nee. Schade. Ich muss mal kurz gucken, was ich hier noch so zusammenscrappen kann, weil ich halt jetzt gerade. Das ist eine Batterie, die ist auch recht selten geworden, habe ich festgestellt. What? Hund! Wo ist die Leiter? Okay. Ist die verfickte Leiter hin. Alter. Hallo? Ah,
Hallo. Komm nicht mehr runter, die Leiter ist weg. Was? Beziehungsweise, ja, ich sehe die Leiter nicht. Da kommt ein Spider. Kann auch hier oben stehen bleiben, ist mir egal. Ja, warte, ich komm gleich. Ich komm gleich gucken. Chef zieht ihn noch gerade mit dem Spider. In der Arsch. Gehst du mal down? Endlich. Drecksack, ey. Ja. Wusste ich's doch. Okay, Dai, ich komm zu dir. Ja, das will ich auch meinen, ne? Ja, wieso? Ich denke, da oben geht's dir gut. 3 Mechanical Parts haben wir mittlerweile. Plus die 2, die ich gefunden habe, sind wir bei 5. Brauchen wir nur noch 15. Ja, bitte etwas weiter nach rechts gehen, von dir aus. Moment. Ja. Wo bist du denn? Stell dich mal an die Wand, wo die Leiter ist. Ich sehe die hier überhaupt nicht. Hier. Wow. Ja. Ja, okay. Das sieht seltsam aus, wenn man Leitern geht. Das merke ich grad. War knapp. So, Tankstelle oder sonst irgendwas. Nee, es ist eine Bank. Ja, es hat mir so ausgesehen, weil da 2 Lines vorne waren und die Autos da gestanden haben. 2 okay. Lines. So, aber das ist eine Bank, das ist gut zu wissen. Die haben da auch noch einen Haufen Zeug drin. Die müssen wir Enemy at the gates, I repeat. Ja. Komm mal zu mir. Orga Parts habe ich gefunden. Brauche ich nicht. Scrappen. Scheiße. Wo ist der Shotgun? Wenn du dich umdrehst und zurückläufst, da siehst du ihn dann quasi schon eigentlich. Ah, da vorne, ja. Ja. Müssen zusammenbleiben, das da haut so nicht hin. Wenn wir jetzt auf Solo-Touren gehen, dann sterben wir lustig. Da ist der Bernie. So. Einfach nur über den Tresen geplumpst. Ich gehe mal noch ein bisschen forschen. Ich kann halt recht, noch. Recht gut laufen. Jetzt nicht mehr. Ja, Baldur, wie gesagt, wir sollten nicht zu weit auseinanderlaufen. Ja, nee, mach da keine Sorgen, das passt schon. Kriegen wir noch nicht wirklich effektiv auf die Türen. Oh, shit. Mein Bogen ist im Eimer. Lalalala. Oh, Hund? Mhm. Aus 5 Kilometern Entfernung hat der Babsack mich getroffen, ey. Ihn. Das gibt es nicht. Achte drauf, ob du blutest. Babsack. Nee, ich blute nicht. Das war der erste Blick, den ich gemacht habe. Wenigstens viel, wie heißt es denn? Pras. Ja. Dass man später gut Patronen hier machen kann, ja. Das findet man auch fast nur durch Looting, gell? Ja. Das findet man prinzipiell nur durch Looting, ja. Da ist momentan noch keine meinbare Geschichte vorgesehen. Ja. Aber ich glaube, Bronze ist auch sowieso eine Legierung. Also, das kannst Messing. Du gar nicht meinen. Messing ist das. Brass ist Messing. Ja, oder Messing. Messing ist eine Legierung. Das kriegst ja, du gar nicht. Ja, vielleicht kannst du später auf dem Chemietisch machen, ne? Bronze definitiv. Möglich, Messing ja. War jetzt nicht. Doch, Messing ist auch, glaube ich. Mal eine Tür.
So, da hinten haben wir noch ein Geschäft. Wo seid ihr denn schon wieder? Ich bin weggelaufen. Da hinten ist noch ein Working Stiff Tools. Kommen. Und noch ein Shotgun Messiah. Erst der Working Stiff. Ja. Und dann müssen wir so langsam mal zurück. Ja, ich brech schon mal ein. Aber geh du dann rein. Ich hab mein Inventar voll. Da ist ein Spider. Ja, mein Inventar ist auch voll. Meins auch. Ja, dann gucken wir mal, was wir da drin haben und gehen am nächsten Tag den Kram holen. Ja, ich kann auch irgendwas. Ja, ich bin schon am gucken. Das Hundefutter könnte ich jetzt scrappen. Komm, ich mache jetzt nur noch. Wer hat ein Scrap Iron? Hier ist auch noch. Hier ist ein Einkaufswagen noch. Ja. Den mach leer, ich schraube mal auseinander. Gib mir dann Scrap Iron, Brass, gib mir den ganzen Kram. Meistens gerade raus. Ja, dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Das müsste gehen. Also Scrap Iron, Brass, Scrap Lead und so kann er alles. Wann ist er? Oh! Alter! Die sind relativ schnell tot. Ja, aber ja, wenn die direkt neben dir auftaucht. Also, warte, das ist so, schon jetzt mies. Mit Messer abbauen und dann kriegen wir Honig. Messing? Baldur? Was hast du? Messing, Scrap Lead und Eisen können wir mal geben. Scrap was? Blei. Blei, achso. Den Kram scrappen ich halt direkt für gewöhnlich. Ja. So, komm, Fenster ist offen. Moment. So, bin sofort bei euch. Hier ist auch noch ein Einkaufswagen. Ja. Ich glaube, aus den Aktenschränken bekommt man auch ab und zu. Nee, habe ich schon probiert. Da ist fast kein Erfolg zu vermelden. So. Hard Metal Door und Electrical Parts. Electrical Parts. Amboss. Nimm mit Scrappen, die geben gut Eisen. Leute, ich brauche Licht, ich sehe hier gar nichts. Mega Crush, was zur Hölle ist denn das? Das ist ein Energy Drink. Damit machst du 20% mehr Schaden mit Nahkampfwaffen oder so. Auf Englisch hört sich's geil an. Crush your enemies and your thirst with Mega Crush. It's got electrolytes. Geil. Crush your enemies. See them driven before you and hear the lamentation of the women. Was? Hier sind nur Metallspitzhacken. Ja, ich hab hier irgendwie auch nicht so viel Glück im Moment. Hier hinten kommt gleich was durch die Wand gebrochen. Ich wäre dankbar, wenn ich ein bisschen Backup hätte. Wo ist er? Ah, hier an der Tür auch. Kopf! Das ist ein Kopf! Nee. Doch. Das Kotzen ist immer zu hören. Da ist er. Ach, verpiss dich. Dankeschön, Spann. Sag mir Bescheid. Kopf ist drin. Okay, Abgang. Dieses ekelhafte Vieh, ey. Er läuft, oder? Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Mann. Seid ihr uns beide tot? Nee, nur Baldur. Ja. Shit. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Die Folge ist auch noch aus. Eieieiei. Na gut. Und es wird verdammt knapp, jetzt wieder nach Hause zu kommen. Wenn es euch also gefallen hat und ihr wissen wollt, wie das Chaos hier weitergeht, dann freuen wir uns, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. 7 Days to Die mit den Microwavers. Haltet auf Facebook und Twitter Ausschau nach uns. Da seid ihr dann up to date, wann die nächsten Folgen rauskommen. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao und bleibt, wie ihr seid. Ciao. Und jetzt mal noch kurz warten, bis hier das Intro fertig ist für Wiederbeleben. Okay. Ciao.